das H0-Modell der V200.1, die Kult-Großdiesellok der Deutschen Bundesbahn, kommt als Neukonstruktion in den Verhandel. Das äußere Erscheinungsbild dieser Diesellok entspricht dem Vorbild der BD Karlsruhe, BW Willingen. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet. Besonders bestechen die separat eingesetzten Auspuffschlote sowie die geätzten Dachgitter. Scharfe Gravuren am Gehäuse, die realistische Nachbildung des Maschinenraums sowie die typische bullige Kopfform sind der besondere Blickfang des Modells. Extra angesetzte Teile wie zum Beispiel Handläufe, Frontklappen und Zierleisten tragen zum perfekten Gesamteindruck des Modells bei. Die Blattfederdrehgestelle mit Schleuderschutz, Geschwindigkeitsgeber und Radbremszylinder sind detailgetreu wiedergegeben. Die Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das Modell ist mit einem normgerechten Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Die beiden Drehgestelle haben auf je einer Achse einen Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft. Das Modell der V200.1 zeichnet sich durch einen sauberen und leisen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften, vor allem auch die extremen Langsamfahreigenschaften, verdankt die Lok des neuen fünfpoligen Motors mit zwei Schwungmassen und sorgen auch für ausgezeichnetes Ausrollen des Modells. Die V200.1 hat eine moderne Schnittstelle PLAX 22 und ist vorbereitet für die Soundnachrüstung. Alle 25 digitalen Funktionen lassen sich nur mit dem passenden 22-poligen Decoder ausführen. Die hier vorgestellte Lok ist mit einem Pico Sound Decoder nachgerüstet, um die digitalen Funktionen vorzuführen. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung ist auch separat schaltbar. Auch hat das Modell eine extra schaltbare Führerstandsbeleuchtung. Bei Verwendung des Pico Smart Controller in Verbindung mit der Soundvariante der V200.1 bleiben beim Spielen mit 25 verschiedenen digitalen Funktionen keine Wünsche offen. Das Pico-Modell der V200.1 auf ihrer Anlage ist vielseitig einsetzbar. Ob epochengerecht oder als Sonderzuggarnitur mit dem passenden rollenden Material,
wird man sie um diese Großdiesel-Kultlok beneiden. Die Neukonstruktion der V200.1 von Pico ist auf alle Fälle ein Augen- und Ohrenschmaus auf ihrer Modellbahnanlage.